und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich erkläre euch heute, wie man die Fläche von einem Parallelogramm berechnet. Zunächst habe ich hier ein Parallelogramm gezeichnet, die Punkte mit Großbuchstaben, die Strecken mit Kleinbuchstaben. Eine Sache ergänze ich nun noch, und zwar die Höhe. Okay. Nun kann ich noch zwei Sachen ergänzen. Die Strecke klein a hat 5 cm und h, die Höhe, sind 4 cm. Nun schreiben wir zunächst die Formel auf. Merke. Die Fläche vom Parallelogramm ist gleich a mal h. Und wenn ich das Ganze einsetze, ist es ziemlich einfach. Die Strecke AP, also die Fläche vom Parallelogramm, ist in unserem Fall also 5 cm mal 4 cm gleich 20 Quadratzentimeter. Okay. Nun möchte ich euch noch zeigen, warum die Formel funktioniert. Das habe ich hier an einer Grafik dargestellt. Hier seht ihr ein Parallelogramm und hier habe ich das Dreieck abgeschnitten und grün gezeichnet. Und in der zweiten Grafik habe ich das hier abgeschnittene Dreieck hier ergänzt. Hier seht ihr, hier fehlt es und dadurch ein Rechteck erzeugt. Und Rechteck, ihr wisst es noch, Formel a mal b. Und dann sehen wir auch, warum das Ganze funktioniert. Ich kann nämlich einfach a mal b, 4 mal 5 gleich 20 cm rechnen. Okay, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Das war's. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay? Das war's.